kein Fleisch mehr zu essen bedeutet, in jenen Strom einzutauchen, der ins Nirvana führt. An dieser Weisheit von Buddha orientierten sich Manuel und Miguel Wetzig, als sie ihr Café Nirvana nannten. Der Name passt perfekt, denn hier wird nur vegane Kost serviert. Und das ist schon recht ungewöhnlich. Ja, das Besondere ist einmal, dass es sowas hier noch nicht so viel gibt natürlich, dass wir komplett vegan sind, viel Wert auf Bio und Fairtrade legen. Also das Essen kommt sehr gut an. Oft hören wir dann auch so Sachen wie, wow, ist ja echt kein Fleisch drin und kommt gut an. In gemütlichem Ambiente kann man hier entspannen, essen oder auch in den vorhandenen Büchern schmökern. Da es hier alltägliche Dinge wie Burger oder Pasta gibt, fällt gar nicht auf, dass hier alles auf pflanzlicher Basis beruht. Die hauseigenen Gerichte kommen gut an. Ja, der Verkaufsschlager ist natürlich unser Burger. Der wird sehr oft verkauft, auch als Cheeseburger-Variante, natürlich mit veganem Käse. Und Pizza geht natürlich sowieso immer gut. Als Veganer hat man es oft schwer, in Restaurants etwas Leckeres zum Essen zu finden. Dieses Problem hebt das Nirvana jetzt auf. Die Brüder Wetzig sind selbst Veganer und aktive Tierschützer. Somit kam ihnen die Idee zu dem Bistro. Seit Januar ist es in Linden geöffnet.